Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Wir reagieren zu CR7Z Chris Aero, produziert vom Freshmaker. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Reaktion und gucken mal, was er gemacht hat. Album kommt, glaube ich, im Juli und wir gucken mal rein. Ist auf jeden Fall was. Auch geil, das letzte Video, was ich mir angeguckt habe, ist jetzt noch nicht hochgeladen ist. Also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon. Aber vom Farag-Bang hier rüber, so vom Beat schon, so kompletter Wechsel, Alter. Heftig, Alter. Ja, genau, stimmt. Da ist es. Hier kann man sich die CD, könnt ihr euch vorbestellen, wer Bock drauf hat. Gut, an das die Menschen sich erinnern. Zeig's weiter und sende dir den Link mal. Es wirkt wie ein Wunder. Ich spitze ein Vierteljahrhundert. Ein Rapkopf, nennen wir es mal Schicksal. Seit 2000. Rapper, ein Vierteljahrhundert ist schon nice, Alter. Auch das Cover finde ich sehr nice, so zerstörungsmäßig. Auch wie schnell und er rappt, ist schon krass. Jahrhundert, ein Rapkopf, nennen wir es mal Schicksal. Seit 2000 ist da mehr, das immer wisst man. Reiter fallen fährt mit dem Brennen in den Nüstern. Egal was sie versuchen, ich bewahre unsere Zukunft ein. Und für Mama zieh ich sämtliche Register. Hier werden Körner noch veredeln mit der Sanduhr. Meine Feinde stehen mit Schäden auf der Standspur. Meine Bin nur Feinde lange nicht stehen am Ende. mit Schäden auf der Standuhr. So nach dem Motto, ihr kommt nicht weiter und ich gehe immer, kletter immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Meiner Liste, denn ich channel mit Jennifer, mein Engel, der mich schützt. Rauche Elm in der Kette, tauche die Texte in ein tiefes Gewässer. Du Penner, Mama, deine Welle in der Pfütze. Rapper hektisch wie ein Boah, Wellen, sind ich die bin leider Schnellviecher. nicht lange dabei, so bei seiner Musik so. Ich habe mir natürlich auch alte Sachen angehört, aber Digga, ich glaube, das ist der schnellste Track, den ich von ihm bis jetzt gehört habe, Alter. Musst du auch erstmal drauf klarkommen, Alter. Also kannst du nicht jede Line so auseinanderpuzzlementieren, wie ich das sonst halt teilweise auch gerne mache. Aber okay, es klingt trotzdem nice. Bin jetzt nicht der größte Fan von Schnellrappen, aber ist auf jeden Fall was anderes. Dann bestell ich mir eine Pizza und oh, welche Ohr, welche Belletristik flippt Chris jetzt wie Backspins oder Tennis rückwärts. Hey, dann gebe ich eine Müllabfuhr, als verwalt ich ne Stadt, hab mehr Platte, Blatt als ein Bilderbuch. Meine Seele ist ein unendlicher Füller, gib den Beat, ich liefer ab wie Benny im Machine, völlig übernicht. Sein unendlicher Füller, habe ich das richtig verstanden? Hey, dann gebe ich eine Müllabfuhr, als verwalt ich ne Stadt, hab mehr Platte, Blatt als ein Bilderbuch. Meine Seele ist ein unendlicher Füller, Meine gib den Seele Beat, ist ich ein liefer. unendlicher Füller, ich gebe dem Beat. Ab wie Benny im Machine, völlig übernächtig. Trapp dich wieder besiegt für die Nacht und schlaf erst, wenn ich endlich meinen Frieden mach. Ich schlafe erst, wenn ich endlich meinen Frieden habe. Ist auch nochmal eine nice Line, wo es dann zu Ende ist. So nach dem Motto, erst wenn ich wirklich alles erreicht habe. Nicht so wie jetzt. Es läuft ja schon ganz gut. Nein, erst wenn ich alles erreicht habe, finde ich meinen Frieden. Und dann weiß vom Beat so, ne? Was jetzt immer so danach kommt, wieder um die Stimmung wieder so runterzuheben, sage ich jetzt mal. Und danach geht es wahrscheinlich wieder Double Time Massacre mäßig weiter. Internetagenda, kein Trend und Hype. Ich erkämpfte mir jeden Fan einzeln. Mir geht Ich es um Musik. erkämpfte mir nicht, es geht nicht nach Trend, sondern ich erkämpfte mir jeden Fan einzeln. Digga, was soll man sagen? Mit solcher Musik ist das auch so. Der macht halt nicht diese, er macht kein Pop, er macht jetzt keinen Schlager, sondern er macht einfach Rap, Musik, so die er fühlt, ne? Und ja, gibt's nichts dran auszusetzen. So, der schreibt dir nicht eben mal so ein Gangster-Lied runter oder irgendein Autotune oder ein Kiffer-Sound, sondern er setzt sich dran, das, wonach ihn gerade ist, so was er auf Papier bringen will, so das macht er. Und seine Musik ist halt auch nicht so hingeklatscht, finde ich, dass sich das so anhört. Kein Gebabbel in der Bubble, keine Handy-Revolutionen und keine Politik. Battle immer das System und Regime hinterm Laptop. Das ist nicht Hippie-Hop, sondern Hip-Hop, Rap-Kunst, Bishop in der X-Force, Shitstop. Gibt's auch im Zip-Block von den Dealer in deinem Block, Ja, weil ich Hip-Hop, Rap-Kunst, er ist halt Rapper so durch und durch, das merkt man auf jeden Fall. Wie gesagt, ich höre mir auch gerade jetzt sehr viel von seinen alten Sachen an, weil ich halt noch nicht so lange dabei bin, aber Digga, feiere ich auf jeden Fall, was er macht. Schlagpuls bin, meine Armys sind Arbeiter, Harzer, CEOs, Multis, Aliens, Eltern und Kinder, Menschen mit Handicap, Extremsportler und Junkies. Aber mich als Elo hinstellen, weil ich mir Whisky bestellen, Kempinski Hotel, chille mit Er zählt so auf, was so seine Fans sind, so alle möglichen sind dabei, so es gibt nicht so nur die Leute, sondern alle Fans, so egal was sie für so, Leute sind, so willkommen, so wir sind eine Army, so finde ich geil.
Ich kann mir das Gelaber nicht mehr anhören. Ich war mal in der Loge, aber nur zur Show von Ariana Grande. Also wo ist das Problem? Meine Rose ist am Blühen, hab ne Krone auf dem Schädel wie der Frau. Paranoia, wenn ihr die Symbolik seht. Das Symbol setzt es harmlos. Es geht darum, mit was du es auflädst. Die Pyramide ist auch Energie, ihr Profis, okay? Rap dreht sich auch nicht immer nur um die da oben. Ihr seid nicht die Hälfte, genau, und ich will euch auch nicht schaden. Nicht nur um die da oben. Das ist für mich nochmal eine der heftigsten Lines des Songs. Also die ich jetzt verstanden habe, so, also man versteht alles, aber das so genau wiederzugeben ist schwer. Manchmal. Vor allem ist ja sowieso alles Wettbewerbsverzerrung teilweise. Weil gerade mit dieser Klicks-Kaufgeschichte so, du weißt ja gar nicht, wie krass ist der und der und der. Und die Leute, die Klicks kaufen, ist dann wieder unfair für die Leute, die wirklich alles so Herzblut reinstecken und rappen. Und es gibt so viele Rapper, die underrated sind, die für mich viel mehr nach oben gehören als Leute, die wirklich an der Spitze sind. Dazu gehört Chris auch zu Arero hier, das ist ja jetzt der Song. Aber ja, gehört für mich viel weiter nach oben. So, da gibt es bestimmt 20 Rapper, die mir so einfallen, die viel schlechter sind als er und teilweise sogar erfolgreicher sind. Da gibt es auch noch ganz, ganz andere wie Michael O. oder ein Kers zum Beispiel, die ich auch sehr krass finde. Und dann gibt es auch noch viele andere, ne? Aber ich wollte jetzt keinen XXL-Talk daraus machen, aber fühle ich auf jeden Fall heftig die Line. Also drück ich mein Auge zu wie die Illuminaten. Guck mal, und jetzt hier 2 Minuten und der Track ist noch nicht zu Ende, Alter. Was ist da los? Feier ich. Produziert lieber gute Musik statt diesen Kindergarten-Beef über Tweets oder Instagram-Feeds. Produziert lieber gute Musik als diesen Kindergarten-Beef mit Twitter-Tweets und so. Ja, das ist sowieso so ein Ding, ne? Also klar, es ist ja immer interessant, es ist auch Entertainment, so ich feier Beefs so eigentlich auch, versteht mich nicht falsch, so, ne? Aber wenn schon beeft, so, dann finde ich, so, dann tragt es auch in der Musik auch immer so ein Post da oder hintenrum da, was die Fans eh nicht mitkriegen. Wenn macht es schon richtig, wie es so bei Hip-Hop so sich gehört, finde ich zumindest, oder lasst es mit Beef, so, das ist so mein Denken. So als Fan, also als Rap-Fan, so finde ich es manchmal geil. Weil ich einfach Fan von Rap bin, besser als dieses Schlager-Pop-Mainstream-mäßige. Aber andererseits so, ja, weiß nicht, ob man Beef so unbedingt braucht, so. Ist so Zielspalt, so, weißt du? Mein Support never ever. Lifestyle nicht Hip-Hop, ihr greift dort nur Fans an. Ich dich immer noch wie ein Diamant, jede Schicht der Gesellschaft. Die Worte sind Gewichte als Rapper. Range von den Gangstern bis hin zu Ängstlichen. Du fühlst mein Flow, selbst wenn du Englisch sprichst. Rap geht über die Grenzen hinaus. Fuck Wackness, das schafft unvergänglichen Sound. Seit 2011 schreibe ich Dichter die Texte. Bin nur nüchtern am Mic, auch wenn ich feiern mal was wegziehe. Ich zeige euch den Exit, ihr findet ihn ja nicht. Hier, lyrischer Hepner. Sinne die Versiss. Ich erinnere an den King, wenn ich auf der Bühne bin. Und er nimmt mich wohl bestimmt nicht ohne Gründe mit dahin. Win-win-Situation. King, Alter, warte, die Line muss ich mir nochmal geben. Sorry, Leute. Ihr lyrischer Hepner, Sinne, die versiss. Ich erinnere an den King, wenn ich auf der Bühne bin und er nimmt mich. Ich erinnere an den King, wenn ich auf der Bühne bin. Das ist auch noch, das sind so viele nice Zeilen, Digga. Supported Chris, Alter. Unfassbar krasser Rapper. Das tut mir in der Seele weh, dass ich ihn so spät entdeckt habe. Supportet ihn auf jeden Fall. Bestimmt nicht ohne Gründe mit dahin. Win-win-Situation. Denen stehen die Haare zu Berge, die sind bei jedem meiner Single-Uploads. Ihre Pop-Rap-Cash-Cow-Industrie-Moves hätten nie passieren dürfen. Wir dieser überlingen am Sturz. Seitdem es diese Musik gibt für die Jugend. Alle wollen jetzt von Tellerwäscher hin zu Millionen. Ja, sie huldigen. Ich würde sagen, viele Rapper, die auf Hip-Hop jetzt auch wieder machen, ne, die haben doch Rap schon lange verraten. So, was heißt Rap? So, dieses Hip-Hop-Ding, so. Dem meisten Rap, nicht den meisten, so, aber vielen Rappern merkst du halt an oder siehst du an oder hörst du an, dass denen nur ums Geld geht. Jetzt wird Rap langsam wieder richtig krass. Jetzt kommen die, die vom Rap so ein bisschen weggegangen sind, kommen langsam wieder zurück, machen auf einmal echten Rap so. Wir haben keinen Bock mehr auf diese Plastik-Scheiße. Wir wollen mit Rap die Leute Massen begeistern. So, warum wart ihr dann vorher weg, so, weißt du? Dann, für mich sieht das dann so aus, als machen die Musik nicht mehr für die Musik selbst, sondern nur fürs Geld. Also ich nicht falsch verstehen, man macht ja die Musik auch, um Geld zu verdienen, aber wenn du danach jeden Zug aufspringst, Hauptsache mehr Geld, dann finde ich es ein Absturz. Die Mama nur machen die Kiddies holen und die verblödete Generation ist Futter für Kanonen. Ja, schade an der Stelle, dass du kein Musikvideo gedreht hast, sonst übernice. Feier ich übertrieben den Song. Ja, 16.07. 12 Tracks, bestellt euch das Ding vor oder
Streamt es, wenn es soweit ist. Und ja, Support ist von meiner Seite aus da. Schreibt mir gerne eure Meinung über den Song unten in die Kommentare. Wenn ihr Rap so feiert wie ich, Alter, lasst doch ein Abo da. Ich bin raus, meine Freunde.